Oh, ich bin so im Arsch. Oh. Drachenspeer. Den Drachenspeer könnt ihr nur auf PH sehen. Ich glaube, da krieg ich und auch Kali Probleme, wenn ich den jetzt hier auspacke. Hattest du an die Poster gedacht heute? Scheiße, vorhin habe ich dran gedacht, ja. Ich kann nachher mal kurz gucken. Ja, alles gut, macht dir keinen Stress. Hast du auch schon mal auf Twitch gestreamt? Ich habe lange vor Juno schon auf Twitch gestreamt. Ich habe auf Twitch schon 2012 gestreamt, aber da habe ich noch eine schlechtere Internetleitung gehabt, als ich jetzt habe. Und das ging dann gar nicht. Aber mir tut heute meine Hand weh. Vielleicht habe ich gestern Abend einfach zu viel Blödsinn gemacht mit meinem Video. Hast du es schon gesehen? Nee. Wenn du so lachst. Nee. Aber weil du ja gestern das schon mal angekündigt hast, dass du irgendwas Neues holst. Ich bin, also wie gesagt... Das ist jetzt was anderes als das, was ich geplant hatte. Verwichst hat er sich. Schreibt hier gerade jemand. Das Geile daran ist, ich habe ja nicht mal gewichst. Also hier schreibt zum Beispiel Karl, wie weit muss Code Litri, also dann wahrscheinlich mich gemeint, eine Fotoluke aufmachen, um den Minispeer plus Fettschürze zu schlucken, kann er sein Unterkiefer aushängen. Müsstest also du doch wissen. Ja. Karl, ich muss dir mal sagen, ich hoffe, du krabbelst in das Loch zurück, wo du hergekommen bist. Ja? Wenn jemand Fragen hat oder so, ich denke mal, du bist sicherlich der Letzte, der Fragen beantwortet, oder? Also wenn normale Fragen gestellt werden, ist das so. Ich beantworte schon auch Fragen, aber ich gehe dann halt meistens sehr sarkastisch, entweder versuche ich sarkastisch ranzugehen. Wenn mir sowas jemand sagt, dann sage ich halt, naja, ziemlich groß halt, ne? Er muss ziemlich weit aufmachen, weil er ist halt ziemlich groß, ne? Da hat mich jemand gefragt, ob du, oder da hat jemand gefragt, ob du jetzt mein neues Bärchen bist. Und ich sagte, ja, freilich, klar, auf jeden Fall. Also das ist also, halt... Ich möchte aber trotzdem noch kurz was dazu sagen. Ich bin komplett hetero. Erstmal ein bisschen Bi schadet nie. Zweitens mal... Nee, also bei mir wie war das? Wie war das? Der wo reinlässt oder der, wo reingeht? Einer von beiden ist nicht schwul irgendwie. Der Letzte, weil er keinen Schwanz am Arsch hat. Ja? Sowas nee, ist. Wie gesagt, das ist ja bloß... Sarkasmus halt, also da muss man wenig sarkastisch mit umgehen. Ich finde es voll schade, dass du dich mit so einem Typen abgibst. Du verlierst komplett Glaubwürdigkeit. Du bist doch nur neidisch darauf. Weil eigentlich würdest doch du gerne mit mir abhängen. Rainer, du fette Sau. Alter, du hast Augen im Kopf. Gratuliere. Wunderst du dich nicht, dass er keine Bonität hat? Er hätte 15.000 Stromschulden. Ja. Das hat auch voll damit zu tun. Ja, und vorhin war auch irgendjemand drin und hat gesagt, hat geschrieben, dass es wohl schon eine Seite gibt, dass jetzt die Leute auch zu mir pilgern wollen. Oder zu mir kommen wollen, oder keine Ahnung, was da los ist. Eigentlich müsste man mal schauen, dass man diese ganzen grundlegenden Drahtzieher der Hater mal wirklich festnimmt, Alter. Weil das, was die alles im Laufe der letzten 5 Jahre so bei mir abgezogen haben, oder mir gegenüber abgezogen haben, ey, die kann echt einmal für 10 Jahre oder was weggesperrt, ey. Allein die ganze Organisation für den ganzen Müll, den die machen. Ich meine... Und die versuchen tatsächlich einen Menschen ernsthaft in den Selbstmord zu treiben, weißt du, also mich. Aber das ist doch total asozial, ey. Ich meine, ein anderer Mensch hätte sich wahrscheinlich wirklich schon umgebracht. Und solche Pisser kommen dann auch noch damit davon, weißt du, und stürzen sich dann im Idealfall dann gleich aufs nächste Opfer, den sie dann in den Selbstmord treiben können. Nur weil sie ihre eigenen minderbemittelten Leben nicht auf die Reihe kriegen. Dann grüßen wir mal Guru. So, Bilder nerven und stören. Ja, also. Guru ist auch wieder so ein Hater. Okay. Großes Lob an Ramlord, die Lyrik sind der Hammer. Wer ist Ramlord? Ja, Ramlord ist auch wieder so eine Hater-Aktion. Ich habe wegen dem Video auch noch gekotzt. Dann hast du mal Mitleid, dann schaust sowas nicht an, wenn du deswegen kotzen musst. Mhm. Ich glaube, das solltest du ein oder zwei Mods mehr machen, denke ich. Weil das, was da teilweise durchfließt, das sind ja fast nur Beleidigungen. RBS mit 4000. Naja, ich lasse mich nicht die ganze Zeit beleidigen. Ne? Liebe Mod, ich sage nicht, dass du jetzt da alle wegbannen sollst. Ich sage nur, dass man da ein bisschen eine Ruhe reinkriegen sollte. Ja. Rainer soll einfach mal aufhören zu verallgemeinern. Allgemeinern? Ich verallgemeinere überhaupt nichts. Ich spreche eine bestimmte Gruppe an. Und zwar die Hater. Das ist keine Verallgemeinerung, sondern das ist eine Aussage gegen alle Hater. Jeder, der sich wie ein Hater benimmt oder jeder, der sich als Hater sieht, oder jeder, der hatet. Das ist keine Verallgemeinerung. Das ist eine spezifische Aussage auf eine spezifische Gruppe. Und wenn ihr hier zuschaut wegen Kalitri, dann versucht mich zu ignorieren. Ich sag sowieso kaum was, falls es euch nicht aufgefallen ist. Und ansonsten braucht ihr mich nicht beleidigen, weil ich mache nichts. Ich. Ja, ich. Weil ich gerade gesprochen habe, weil ich gerade angesprochen wurde. Wenn ich angesprochen werde, dann sage ich auch eine Sache dazu.
Der Türke und der AfD-Wähler, welcher Türke denn? Ja, ich verstehe das nicht. Am besten gehe ich auf seine Frage gar nicht ein. Ich habe gerade einen Kommentar auf meinem neuen Video gelesen. Rainer, du bist ein Unikat. Zieh dein Ding durch und bleib so, wie du bist. Dankeschön, habe ich vor. Sorry, Rainer ist so arrogant, das kann man nicht mehr geben. Ich bin voll arrogant, weil ich habe ja jetzt auch voll viel gesagt. Ich habe mich gestern, ich dusche ja meistens ohne Shampoo oder so. Ich dusche mich ab, mache mich ordentlich sauber. Rubbel mich ordentlich ab mit einem Lappen und alles oder mit einer Bürste, aber ich dusche mich tatsächlich selten mit Shampoo und so, ne? Nur meine Haare wasche ich normalerweise mit Shampoo. 580 waren für die Grafikkarte gedacht. Die Grafikkarte war jetzt aber runtergesetzt, jetzt hatte ich Glück. Jetzt habe ich sie für 405 Euro bekommen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn ich schon dabei bin, kann ich mir gleich ein paar neue Spiele dazulegen, die ich für meine Let's Plays wiederum gebrauchen kann. Was wiederum bedeutet, dass die Spiele, die ich mir gekauft habe, eigentlich für mich schon wieder Arbeitsmaterial ist. Grüße aus Panama City, Playboy. Was? Bist du eigentlich auch selbstständiger Schichtarbeiter? Nein, Sushi, ich bin kein selbstständiger Schichtarbeiter. Ja? Bleib am Ball mit PH. Wahnsinn. Ja, mal gucken. Mal schauen. Guckt, sollte man in dem Fall nicht eigentlich sagen, bleib an den Bällen? Hört doch damit auf, über PH zu reden. Das ist ekelhaft. Wenn du meinst. Ich persönlich finde es ekelhaft, wenn Leute ihre wahre Natur ihre Menschlichkeit über den Haufen werfen. Und ja, Sex gehört zum natürlichen Ablauf des Menschen. Was glaubst du, wie du gezeugt wurdest? Irgendwann hat deine Mutter und dein Vater. Naja! Sonst wärst du nicht da. Da schreibt gerade jemand, kann ich dir auch deine Scheiben werden platzen? Naja, wir werden sehen. Ich habe überhaupt noch niemanden verraten. Im Gegenteil, ich versuche andere zu beschützen, anderen zu helfen. Etwas, wovon ihr anscheinend keine Ahnung habt. Weißt du, wenn jeder vom Karma gefockt wird, wie du gerade schreibst, der mit mir streamt, dann sollte vielleicht jeder, der mich verarscht, mich hatet oder der mich fertig macht, mal drüber nachdenken, weil das Karma zu ihm kommt. Wenn ihr jetzt aufhört, seid ihr besiegt. Nee, wenn wir aufhören, sind wir nach wie vor intelligenter als du, denn der Klügere gibt nach. Grüße gehen raus an Prügelkaschbau. Gegen niemanden. Egal, ob jemand leiden kann oder nicht, das ist nochmal so. Ich habe gegen Okay, was ist da jetzt drauf? Das kann man ganz schlecht erkennen. Nee, kann man nicht. Hier in der Mitte ist mein Drache. Okay. Dann hier an der Seite, das bin ich, mit meinen langen Haaren noch. Das sitzt da so. Okay. Und ganz unten steht nochmal Drache offiziell drauf. Keks Krümelchen schreibt zum Beispiel, lass doch einen Screenshot vom eingeloggten YouNow-Profil mit zur E-Mail und gut ist. Dann weiß man, dass die richtige Person ist. Wenn ich eine E-Mail mache, muss ich die E-Mail ja bekannt geben. Weil ich muss es ja irgendwie machen, dass die Leute die E-Mail kennen. Und wenn ich das mache, dann spammen ungefähr 500 Leute oder 1000 Leute meine E-Mail so lange zu, dass ich die gar nicht benutzen kann. Passiert. Ich folge lieber vor, ja, als dann später die Nachricht zu haben. Shishi, danke schön für dein 10er Däumchen. Vielen, vielen Dank. Oh, ich habe sogar was zu trinken da. Bei der Macht des Tor! Ist das ein Tors Hammer oder was? Das ist ein Flaschenöffner. Okay. YouTube. Ich habe noch mein YouTube und mein PH-Account und meine ganzen anderen Webseiten, wo ich halt noch so unterwegs bin. Und ich habe ja auch ein Privatleben, habe ich ja auch irgendwo noch. Weil mein Gaming-Account, da brauche ich am Tag schon mindestens meine 12 Stunden. Ich habe nicht gesagt, dass es Arbeit ist. Ich sagte, es ist ein Hobby. Aber ich verbringe mit meinem Hobby halt am Tag zwischen 10 und 12 Stunden. Also guck mal, du musst das mal so sehen. Was ist denn, wenn irgendwann mal nichts mehr geht? Bist du dann irgendwie so abgesichert oder so? Oder könntest du dann in Beruf, hast du was gelernt? Nein, ich habe nichts gelernt. Und tatsächlich ist es in meinem Fall so, wenn jetzt von heute auf morgen weg wäre, dann würde ich ganz schön in der Scheiße stecken. Gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich würde dann ziemlich ins Klo schauen, weil ich habe dann nichts zu tun. Ich habe dann keine Arbeit und nichts. Okay. Ich könnte dann wieder in irgendwelche Firmen shoppen gehen, wie ich es jahrelang gemacht habe. Ich hoffe halt, oder besser gesagt, ich habe schon einen Plan. Aber das Problem ist, dass dieser Plan noch ungefähr 2 Jahre oder 3 Jahre Arbeit benötigt. Und wenn ich dann den Plan umsetzen kann, dann habe ich hoffentlich die Möglichkeit,
dass wenn es irgendwann wirklich mal aufhört, dass ich ja dann auf eigenen Beinen nach wie vor stehen kann. Also im Moment ist quasi meine einzige Hoffnung, dass ich halt noch ein paar Jahre auf YouNow und YouTube machen kann. Und danach, dann habe ich schon meinen Alternativplan, der aber eben, wie gesagt, noch ein bisschen dauert, bis er in die Tat umgesetzt werden kann. Im Moment habe ich einige Sachen an Zeug zu zahlen, habe ich ja schon mal gesagt, da gehe ich auch relativ offen mit um. Ein paar Sachen, die ich zu zahlen habe halt. Und wenn die gezahlt sind, dann kann ich anfangen, Sachen, Geld zurückzulegen und kann anfangen, für meinen Masterplan zu sparen. Und wenn ich meinen Masterplan dann in, sagen wir mal, Ende des Jahres hier jetzt, also an Ende 2019, könnte ich anfangen zu sparen. Und dann spare ich etwa 2020 halt, und dann könnte ich 2021 theoretisch gesehen, natürlich wohlgemerkt, alles funktioniert und es geht nichts schief, was natürlich immer schnell geht, dann könnte ich 2021 meinen Masterplan anfangen, in die Tat umzusetzen. Und wenn alles richtig gut läuft, und das ist natürlich komplett ausgeschlossen, aber wenn alles auf Dauer richtig gut läuft, vielleicht sogar, wenn ich irgendwann Kinder habe, vielleicht sogar für meine Kinder eine Sache, die sie weiterführen können. Unabhängig von YouTube. Ja und nein, also ich hätte schon gerne eine Frau und Kinder. So ist es nicht. Okay. Ich glaube mittlerweile zwar nicht mehr dran, aber ich bin natürlich immer noch auf der Suche nach der zukünftigen Mrs. Winkler. Schanti auch am Start. Klasse. Was? Schanzi? Schanzi ist hier. Nee, Schanti, 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 nicht Schanzi, Schanti. Ach so, Schanzi ist hier. Alexa, wer ist Drachenlord? Drachenlord ist das Pseudonym eines deutschen YouTubers. Ich weiß. Alexa, wer ist Mimun Baraka? Da bin ich mir leider nicht sicher. Also, Alexa, wer ist Regenbogenschaf? Da bin ich mir leider nicht sicher. Die kennt gar keinen Hater. Alexa, wer ist Dorian der Übermensch? Das weiß ich leider nicht. Weiß sie nicht. Kennt sie nicht. Genauso wenig, wie sie Impertinentius kennt oder so. Dorian und Imp, Ehrenmänner. Nee, Dorian und Imp sind die letzten Menschen auf der Welt, die wissen, was Ehre bedeutet. Na, das sieht man mal wieder, wer hier wirklich die Schuhe anhat, ne? Oder die Hose. Chansey Bank. Alexa, spiel Equilibrium unbesiegt. Das ist schwierig. Ich habe keinen Song mit dem Text "Ich will I be young" unbesiegt gefunden. I will be young unbesiegt. Was? Also man hat sich schon wieder lustig gemacht und hat schon wieder Pizza auf meinen Namen bestellt. Aber für all diese dummen Leute, die sich sowas einfallen lassen mit Pizza bestellen, so, ey, jede Pizzeria im Umkreis von hier weiß Bescheid. Wenn ich nicht mit Festnetz anrufe, schicken die auch keine Pizza raus. Da könnt ihr 10-mal über meine E-Mail-Adresse, die ihr bei mir auf der Firmenseite gefunden habt, so ein Zeug bestellen. Das interessiert kein Schwein. Problem ist, denen ist egal, wem sie schaden. Hauptsache, die können lachen. Ja, Das ist das Problem daran. aber ach, das Und ist. dadurch, dass du das jetzt, das Problem ist, ich verstehe, wie du drauf bist. Durchaus. Ich habe das alles, ich mache das alles seit 3 Jahren mit. Aber das Problem ist, dadurch, dass du das jetzt halt erwähnt hast, haben sie jetzt ihren Lacher wieder. Muss also dann sagen, ich hasse Pizza Hawaii, weil ich genau die will. Ihr seid gut. Ihr seid gut. Tatsächlich mache ich das fast genauso mit den Hatern. Ich manipuliere sie auch auf gewisse Art und Weise. Ich sage zum Beispiel, an dem und dem Tag habe ich was vor und habe dann 2, 3 Tage vorher oder später was vor. Weil dann genau an dem Tag sind sie dann da. Melli hat gefragt, ob wir Ulu anmachen können. Wir können Ulu anmachen, natürlich. Mich würde jetzt nur interessieren, wo ich mich bitte für arrogant verhalte. Weil ich persönlich habe kaum was gesagt. Kali, du hast gerade was bekommen, ne? Hast du gar nicht gesehen. Nee, war doch Das war so drin. ein 10.000er-Like oder irgend sowas, so, wo alle YouNow-Partner irgendwie drauf waren. Ich habe mich da jedenfalls schon für bedankt in unserem Namen oder in deinem Namen. Ja, So. ich habe ein bisschen Aber hier. die haben mich aus dem Emote rausgenommen, ne? Ja? Ich habe gerade nicht drauf geachtet, aber aus dem Emote haben die mich rausgenommen. Ich war mal eine Zeit lang in dem Emote mit drinnen, in diesem Deutschlandfahne, Okay. und dann haben sie mich eine Zeit lang rausgenommen. Es ist gar keinem aufgefallen außer mir. Ich habe das eine Zeit lang mal am Anfang in meinem Stream, habe ich das 2, 3 Mal bekommen. In den ersten 2 Malen oder was war ich noch dabei und in den darauffolgenden war ich nicht mehr dabei. Irgendwie ein bisschen ätzend. Ganzes. Lässt der Hate nach, Rainer? Würde ich schon sagen. Wenn man bedenkt, dass ich fast 82.000 Abonnenten habe und selbst 35, 36 Hater zusammen gerade mal
gerade mal 82.000, knapp 82.000 Abonnenten erreichen, würde ich sagen, der geht auf jeden Fall zurück. Evangelisch, katholisch und Mel. Melly schreibt Metal Bear richtig. Metal lässt sich aber gar nicht lesen. Nee, weil Metal ist weich geschrieben. Ein D ist ein weiches Teil. Ein T ist etwas Hartes. Und wenn du schon mal gemerkt hast, was Weiches, kann man sich schlecht einführen. Ich meine, was Weiches funktioniert nicht ganz so in Bezug auf Metal. Die Couch ist aktuell unbequem. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich einfach gut gesessen. Die Couch ist ja auch schon über 10 Jahre alt, oder 20. Ihr Spähler-Lutscher kotzt mich an. Ey, du weißt ja bloß nicht, was gut ist. Das ist alles, Alter. Glaub mir. Drache schmeckt nach Feuer. Hast du einmal gekostet, wirst du nie wieder was anderes wollen. Minispeer. Hey, auch ein kleiner Speer kann entzücken. Außerdem kommt es nicht auf die Größe an, sondern auf die Ausdauer und auf die Art und Weise, wie man damit umgeht. Jemand mit einem kurzen Schwert kann jemand mit einem kurzen Schwert kann jemand mit einem langen Schwert abmurksen. Aber der mit dem langen Schwert ist zu langsam. Ja, bei mir haben sie ja Pizzas bestellt, bei mir haben sie Krankenwagen bestellt, Großeinsätze von Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, mitten in der Nacht, und dann halt Böller zünden, dann fahren sie in der Nacht vorbei und hupen wie die Wahnsinnigen und so weiter und so fort. Also dann wünsche ich dir noch eine gute Nacht, hau rein. Dankeschön, ciao, 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 du auch, ciao, ciao.